Herzlich willkommen, bin Niklas von 12 und willkommen zur Einführung meines brandneuen Wessel-Kanals. Ja, das ist richtig, ich bin jetzt offiziell auch ein Teil von Wessel. Ich bin sicher, viele von euch haben zuvor schon von der Wessel-Plattform gehört und davon Gutes mitbekommen, vor allem, dass Videoproduzenten mehr unter die Arme gegriffen wird als bei irgendwelchen anderen Videoplattformen. Und wisst ihr was? Diese Unterstützung brauche ich, so wie auch die meisten anderen Videoproduzenten. Große Namen im PC-Hardware-Testbericht-Business sind auch dort, wie Linus Tech Tips, Hardware Knacks, TechSource, NCIX Tech Tips, Tech Syndicate und so weiter. Gleich am Anfang will ich klarstellen, dass sich absolut gar nichts auf meinem YouTube-Kanal ändern wird. Nichts, kein Stück. Es ändert sich keinesfalls etwas an der Art und Weise und nur weil ich jetzt Teil von Wessel bin, heißt das nicht, dass etwas beeinträchtigt wird. Gut, vielleicht ändert sich ja doch etwas, wenn, dann aber nur zum Positiven. Läuft es gut, damit meine ich, wenn ihr euch auch meine Videos auf Wessel anseht, könnte dies dazu führen, dass viel mehr interessantere Projekte finanziert werden können. Mit Wessel ergibt sich die Chance, dass ich mir coole PC-Hardware wie Grafikkarten anschaffen könnte und so dann auch mehr Videos produziere, die ihr auch wirklich am liebsten seht. Insbesondere Vergleichsvideos oder Prozessoren. Gut, ihr versteht, was ich meine. Lange Rede, kurzer Sinn, meine Videos sind nun nicht nur auf YouTube zu finden, sondern auch auf Wessel. Das Erlebnis bleibt dasselbe. Nichts ändert sich. Aber bekomme ich die nötige Unterstützung, auch für den Wessel-Kanal, werde ich in der Lage sein, viel mehr epischere Videos für meine Fans zu produzieren. Schaut einmal bei meinem Wessel-Kanal vorbei, vielleicht folgt ihr mir da auch, wenn ihr wollt, und lasst mich wissen, was ihr darüber denkt. Gefällt euch Wessels Benutzeroberfläche? Mir sagt sie zu. Der Link zu meinem Wessel-Kanal befindet sich unten in der Videobeschreibung. Ich weiß, einige Leute werden diese Entscheidung nicht verstehen, obwohl sich eigentlich nicht wirklich etwas ändert. Dennoch respektiere ich auch solche Meinungen. Danke an alle treuen Abonnenten und Zuschauer, die mich all die Jahre lang und hoffentlich noch die kommenden Jahre unterstützt haben.